Ja, fangen wir einfach mal an. Schön, dass ihr alle da seid zum DevOps-Meetup Karlsruhe, wo wir uns auch mal beteiligen wollen. Wir haben schon geschrieben, wir wollen ein bisschen über ChatOps erzählen, also wie wir quasi versuchen, so unseren Admin-DevOps-Alltag mit Chat-Funktionen zu verbessern, zu beschleunigen. Wir wollen ein bisschen erzählen, was ChatOps alles ist, was es kann, warum ihr das haben wollt, warum wir es nicht mehr missen wollen, wie wir das bei uns umgesetzt haben und was man nicht unbedingt machen will, weil es nicht so gut ist, aus unserer Erfahrung und aus anderer Leute Erfahrung, von deren Talks wir abgeschrieben haben. Willst du wieder anfangen? Also wie es dazu gekommen ist, dass wir es gemacht haben, nee, oder wer ich bin? Ich bin der Max Ferstl mit dem nicht so hässlichen Bild. Und ich habe Ausbildung gemacht bei Schulen und Partner AG, was manche vielleicht auch kennen, das ist jetzt 1&1, war dann nach der Ausbildung als Anwendungsentwickler, Systementwicklung, aber da ging es um Unix-Systementwicklung, also so Low-Level-Käse auf Linuxen. War ich dann ein paar Jahre dort in Reviews, habe mich Spaß gehabt mit Spammern und bin ich hierher gewechselt als Sysadmin. Vor so 6-7 Jahren und ja, machst halt eben hier Systeme kaputt. Zusammen mit ihm. Perfekt, super, ja, ich bin der Christian. Ich bin erst seit einem halben Jahr bei der Synix. Also, es ist tatsächlich heute so dieser halbe Jahr Probetag-Ding rum und ich finde es total geil hier. Und ich habe auch total viel gelernt, unter anderem über ChatOps. Das wusste ich vorher, dass es das gibt. Davor habe ich irgendwann mal Info studiert und dann habe ich mal ein paar Jahre bei einer Firma gearbeitet, die so ja, mittelständische Betriebe mit Linux und Outsourcing und so weiter versorgt. Windows kann ich auch ein bisschen. Warum benutzt du auch Mac, gell? Ja, kommt aber nachher gleich als Beispiel. Ich wollte nur noch sagen, ich lade euch nachher, oder wir laden euch nachher noch ein, zum Bierchen, auch antialkoholische Getränke, wenn ihr wollt. Und ein bisschen was zu essen. Ganz wichtig. Ja. Katja ist da unsere gute Seele bei so Events, die uns dann immer toll versorgt und sowas. Ja, so ein bisschen, was wollen wir ein bisschen erzählen heute? Ich würde ein bisschen über Kommunikation erzählen, weil es das Punkte gibt, die mir erst bewusst wurden, als ich die selber mal vorgetragen bekommen habe. Da geht es nicht darum, wie rede ich jetzt mit dir oder mit dir, sondern mehr so, wie kann man in der IT spezifisch mit Kunden und mit einem Team reden und das Ganze auch so ein bisschen abbilden, dass alle was davon haben. Dann mal kurz darauf eingehen, was ist denn eigentlich ChatOps? Was versteht man darunter? Wer hat sich das ausgedacht? Warum muss das so heißen? Was macht das genau? Dann wollen wir ein paar Beispiele zeigen. Wir benutzen Hubert. Und so ein bisschen zeigen, was wir damit überhaupt so machen und wie uns das hilft. Und falls wir noch Zeit haben, würden wir einfach nochmal so ein paar Code-Beispiele und noch mehr Beispiele aus dem Hubert von Synix zeigen. Ja, Kommunikation, ich habe das mal bei Wikipedia einfach geklaut. Letztendlich geht es darum, wie Information unter verschiedenen Gesprächsteilnehmern und oder Maschinen verteilt wird und beantwortet wird, sodass irgendwie möglichst jeder, der an der Kommunikation teilnimmt, irgendwie was dazulernt. Klassisch in der IT, kennt jeder, gab es mal früher sowas, das heißt Telefon, da hat man angerufen bei seinem Admin und gesagt, hey, ich brauche da einen Account, meine Festplatte ist voll, der Webserver geht nicht. Kennt das jemand? vielleicht hat man eine Mail geschrieben und wenn man ganz, ganz hip war, hat man ein Ticket bestellt, das dann vielleicht jemand gelesen hat, vielleicht auch nicht. Weil derjenige, der es hätte lesen sollen, natürlich am Chatten war. Wir haben so ein Beispielszenario ausgedacht, das jetzt auch noch so ein bisschen durch den Vortrag uns begleitet. Da haben wir links so ein Admin-Ops-Team. Die sitzen vielleicht in einem anderen Büro als letztendlich die Anwender, die von diesem Admin-Ops-Team betreut werden. Alle Namen, die hier sind, sind erdacht. Die Admins, die habe ich jetzt mal frecherweise Chris und Max genannt. Könnte auch irgendwie Max Mustermann oder Hans Wurst oder sonst wie heißen. Oder Zivi. Der sitzt da. Der mag auch ChatOps.
Wir haben jetzt mal uns so ein beispielhaft, so ein Kundenset oder Software-Developer-Set, wie wir es auch bei Synux hätten, aber wie es auch andere Firmen haben könnten, uns ausgedacht. Da gibt es einen Softwareentwickler, der heißt John, einen DevOps, so wie ihr alle, der heißt Hans, und einen Product Owner vom Kunden. Sollte jetzt mal der Kunde sein, die vielleicht so ein bisschen nicht weiß, was man programmiert und was DevOps heißt und was Software ist, sondern die weiß nur, ich kann in meinem Browser irgendwo klicken und dann funktioniert das vielleicht und wenn nicht, muss ich da bei den Admins anrufen. Und rein von der Idee ist es so, dass diese Maria so ein bisschen die Entscheidungsgewalt über die Prozesse im Team hat. Ja, die weiß, was wer wann zu machen hat und wer was darf. So. Typische Anfrage, die wir zum Beispiel sehen, ist einfach, ein Software-Developer fragt bei einem Admin an und das Beispiel, das wir uns ausgedacht haben, wäre zum Beispiel, hey, ich arbeite da für den Kunden Cast 1, wie wir das so schön nennen, und ich bräuchte einen Account für das GitLab oder das Git-Repo von dem Kunden. Ja? Kurz dazwischen noch, wenn jemand irgendwie nicht mitkommt oder Fragen stellen möchte, was es gibt oder sowas, möge er kurz sprechen. Ja, draußen ist Bier. Wir haben so eine Anfrage. Ein Software-Developer stellt eine Anfrage an den Admin, ruft den Admin seiner Wahl an. Das könnte jetzt der Chris sein, könnte auch der Max sein, könnte auch einer von den anderen sein, der Zivi zum Beispiel. Ich gehe nicht dran. Nur der Max geht nicht dran, ja. Ich weiß nicht, jemand dran. Und er würde einfach sagen, hey, ich brauche einen Account fürs Git-Repo, Kunde 1. So, der Chris, der setzt sich dahin, tipp, Repo funktioniert und ruft dann zurück und sagt, hey, ich habe deinen Account fertig gemacht mit deinen Standard-Credentials, kannst dich jetzt anmelden. So, alles total gut, war total einfach eigentlich. Problem ist jetzt, vielleicht funktioniert die Kommunikation in dem Kundenteam auch nicht so gut. Ja, jetzt stellt vielleicht dieser Product Owner eine Anfrage, ihr Lieblingsadmin möge mal Max heißen, und sagt, hey, wir haben vorhin im Daily besprochen oder im Weekly oder letzte Woche oder im Sprint, der John, der möchte einen Account für das Git-Repo Customer 1. Ja, gut, hat den Max angerufen, der ist aus Versehen drangegangen. Und der fängt dann erstmal an zu gucken, lege ich mal einen Account an. Oh, John gibt's schon. John 1. das Problem ist, er war eigentlich vorher an der Virtualisierung und hat unser Storage mal getrimmt, weil das nicht so gut ist. Und hat dann gemerkt, oh, mein Kopf ist jetzt voller Git und jetzt brauche ich eine halbe Stunde, um mich nachher wieder reinzudenken in den ganzen, was habe ich eigentlich gerade gemacht, wo bin ich hier? Warum klingelt mein Telefon? genau, wie kann man das verbessern? Achso, ja, natürlich muss man dazu noch sagen, das kostet ja alle Zeit und damit auch Geld. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich arbeitet von euch auch niemand für umme. Natürlich kriegt der Kunde das in Rechnung gestellt, letztendlich, auch wenn es jetzt vielleicht das Verschulden des John war oder des Chris, weil er schlecht dokumentiert hat, könnte ja mal vorkommen. Frage ist, wie kann man das verbessern? Ja, man könnte jetzt anfangen, Kommunikation mit dem ganzen Team zu betreiben, anstatt zu telefonieren oder eine Mail zu schreiben. Typischerweise funktioniert bei Synux super, funktioniert seit 25, 30 Jahren IRC. Also nicht bei Synux allgemein. Ja, okay, aber bei den Admins ist schon 30 Jahre, ich glaube fast nicht. Aber ja. IRC funktioniert auf jeden Fall super, ist ein verteiltes Chat-System, kann jeder mitmachen, kann man sich einen eigenen Server machen, kann einen nehmen, den es schon gibt, sich einen eigenen Channel machen. Es gibt so ein bisschen modernere Sachen, Slack, HipChat, RocketChat, können auch Product-Owner und so benutzen, das ist so Webclient, Slack.com, Login und so weiter. Mit Katzenbildern. Ihr seht gerade leider nur ASCII-Katzenbilder. Da gibt es Skype und Hangout, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal benutzt, wenn die Kunden mehr so Enterprise-y sind oder sowas. Und Java, XMPP, manche Firmen benutzen das jedes Jahr wieder. Darf ich mal fragen? Ja, wir. Probieren Sie es mal aus. Wer von euch hat denn keine Art von Chat in der Firma? Wer hat mehr als drei? Ja, wir, haben ja, Fehler, wir, wir haben einfach gemerkt, es ist schon mal gut, wenn man mehr als keinen hat. Also funktioniert das mit dieser Gruppenkommunikation ein bisschen schlecht. Beispiel wäre, um nochmal auf unser Szenario zurückzukommen, John hat eine Anfrage gestellt, hey lieber Chris, ich brauche Telefon oder sonst wie, per Chat, wie auch immer. Ich brauche einen Git-Account für das Customer Repo 1 oder Repo Customer 1. Und Chris schreibt
macht das, klick, 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 alles fertig und schreibt das aber in den Chat zurück. Und im Idealfall sieht das Maria und merkt, ja, der Account ist schon da, ich muss gerade mal anrufen. Max sieht das, falls es Maria nicht gesehen hat, kann dann Max einfach am Telefon sagen, ah, okay, danke fürs Anrufen, aber den Account gibt es schon. So, zack, eine Viertelstunde gebucht. So könnte das aussehen, ich habe jetzt einfach was Screenshots aus dem IRC gefaked. Ja, giveaway, gell? Ja. Ich hätte hidden. Hey, ich brauche mal einen Account. Hey, Account jetzt. Gestern. So unbedingt nur, wenn was kaputt ist. Genau, ja. Ja, ist halt dann, okay, ja, ich verbinde mich nur kurz im GitHub und mach das, klick, 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 hab's eingerichtet, herzlichen Glückwunsch. Und Maria hat gesagt, ja, okay, der Chris hat innerhalb von der gleichen Minute das fertig. So sind wir bei Cynics, bei den Admins. Ich nagel mir jetzt auch drauf fest, dass es so schnell geht, gell? Ja, der Max ist schuld. Okay, geht gleich weiter. So, was cool ist, wir haben Kommunikation, weil man kann ja den Chat noch so ein bisschen nebenher benutzen. Ja, ich mache heute auch das, ich mache jetzt das, ich baue jetzt an der Virtualisierung, also wenn es gleich in Nagios knallt, dann baue ich das. Zeitersparnis, habe ich gerade schon gesagt, Maria muss dann nochmal extra anrufen, den Max aus seiner Denke reißen, sondern der kann einfach sehen, ah, das ist schon, funktioniert schon. Transparenz, man könnte einen Chatbot einbauen als eine Art Middleware, indem man diesen Chat, in dem man schreibt, ja, ich richte das jetzt ein, dass man im gleichen Moment auch sagt, da ist irgendein Skript oder irgendwas, was mitliest und sagt, Moment, der will einen Account haben, den kann ich ja automatisch einrichten. Beispiel, wir haben einen Demo-Bot gebaut. Beispiel wäre, der Admin Chris, der kennt diesen Bot und weiß, es gibt einen Befehl, der bedient die API von GitLab in dem Fall bei uns, vielleicht. John stellt die gleiche Anfrage, hallo liebe Admins, ich brauche einen Account. So, jetzt könnte man, anstatt zu sagen, ja, ich mache das jetzt, dann mache ich einen Browser auf, dann gehe ich zum GitLab, zu Nix, wie auch immer das heißt. Anstelle könnte ich einem Bot sagen, hey, nimm die Funktion GitLab, adde, füge hinzu, einen User John zum Repo Customer 1. So, der Bot könnte sagen, ja, ja, gleiche Sekunde natürlich, also zwei, drei Sekunden, bis er zur API connected ist und das gemacht hat. Ich habe den John da hinzugefügt und man hat quasi, und Maria sieht das auch wieder, voll gut, hat die gut gemacht. Und John sieht sofort, der Bot, der hat es für mich erledigt und ich habe jetzt Zugriff offensichtlich. Man hat ein bisschen Transparenz, also wer hat wann was ausgeführt. Der Chris hat um 13.41 Uhr gesagt, GitLab add John zur Gruppe Customer 1 oder zum Depot. Wie das hinten dran ist, sehen wir noch, ist aber eigentlich egal, weil es ist alles erfüllt, was wir wissen wollen. Der Befehl, der wurde quasi hiermit ausgeführt. Der Bot hat gesagt, es hat funktioniert, ja, grünes Häkchen. Und was er gemacht hat, und John sieht das, und Maria sieht das, und jeder, und die müssen keine Ahnung haben, was ist denn Git? Komisches Tool, da kommt Sachen raus, wenn ich Pull drücke oder sowas. Und das ist total egal, weil die sehen nur, ganz klar, man könnte es natürlich jetzt schreiben, hallo lieber John, ich habe dir deinen Account eingerichtet. Aber wir denken, dass jemand sowas verstehen muss. Man muss aber auch sagen, dass der grüne Haken gar nicht so einfach ist, wenn man aus allen Plattformen mit allen IRC-Teilen haben will. Das war das Schwierigste an dem Skript. Elaborated. Bin ich jetzt dran? Wieder? Dran. Ja, jetzt bin ich wieder 1A abgeschlossen. Also zu dieser, jetzt haben wir so ein bisschen Exkurs gemacht über den bisschen, wie Kommunikation funktionieren könnte. Wir sind keine Kommunikationsspezialisten, wir können nur Rechner kaputt machen. Ich fand es immer eigentlich ganz praktisch, ich bin so Mixkönner. Und ja, hacke ich halt schnell irgendein Shell-Skript zusammen, das Play ist zeigen, wie kurz das ausführt, damit es schnell mal gefixt wird, weil ich halt jetzt keine Lust habe, das jedes Mal zu machen, mich auf die Kiste zu connecten, die zu rebooten, weil man ja auch manchmal Kisten, die beim Kunden nicht so gut laufen, aber wenn man so ein Dashboard stürzt manchmal ab, dann bootet man es halt mal. Und nach dem 100. Reboot schreibt man sich ein Skript. Oder man schreibt sich irgendwie in. Wir hatten den Fall, dass wir einen Bekannten hatten, der dann gleich gemeint hat, so, ja, er kennt es, sie hatten einen Admin bei sich. Ja, das ist so ein richtig gutes Skript-Repository, wenn er keine Zeit hat, hat er dir eins kopiert. Ich hatte hier den Fall, wir hatten ein Git-Repository mit Skripts, mit so Kleinigkeiten, die man halt mal braucht, ja, und dann hast du halt reinkommittet, dann hast du es gepusht. Man musste eigentlich bei jedem einzeln vorbeigehen, er pullt es mal, ja, ja, gleich, ja, nee, jetzt.
So, und dann habe ich halt meine komische private Skriptsammlung, wo halt so Kleinigkeiten, die man immer mal wieder braucht, tust du halt mal den Puppet Service oder sonst irgendeinen Käse. Habe ich einfach in den Bock reingeworfen. Ja, wie du gelust hast. Ich bin total flexibel. Und das hat halt den Vorteil, erstens muss keiner meinen Code wirklich sehen, aber vor allem ist es halt einfach so, Beispiel, wir haben so eine Lagerverwaltung. Und wir haben früher das gute Partkeeper benutzt. Das war uns aber zu aufwendig, weil wir müssen uns anmelden und das macht dann keiner. Und dann wollten wir eigentlich nur irgendwas haben, wo man im Lager kurz was abzieht. Also einfach nur so, Barcode, man zieht einmal drüber, ist eins weniger. Egal wer es war, Hauptsache es steht die richtige Nummer da. Ja? Damit man nicht, oh, sind noch 10 da, ist doch keins da. Möglichst einfach raus. So, ich habe so ein Perl ohne Escaping und alles auf die MySQL gebollert. Und jetzt kommt er an mit seinem blöden Mac. Ja, und dann ging das schon, aber man musste natürlich über irgendwie Boot oder sonst irgendwas die MySQL-Lips installieren, eine MySQL installieren, damit er mit der CPAN-Shell die Dev-Lips hat. Und wenn man es halt einfach in den Bot integriert, kann es halt einfach über seinen IAC-Shell benutzen. Es gibt IAC für alle Betriebssysteme, es mag Ausnahmen geben, für C64 gibt es auf jeden Fall einen IAC-Client. Und das heißt, ich kann halt in meinem Shell-Skript oder meinem Perl-Skript oder meinem Bash, ZSH, Dash, Python, was weiß ich, was man benutzen will, freiwillig, Kobold, kann ich hinter dem Bock irgendwas ranhackern, auf einer Maschine zentral und jeder kann es halt ausführen. Ja, T-System. T-System. Ja, ich kann natürlich auch irgendwie ein CentOS oder eine Windows-Maschine, weil Puppet ist, wir benutzen viel Puppet, da ist Windows ein bisschen schwierig, aber geht da auch. Kann man natürlich auch irgendwie einen Job ausführen auf einem BSD, auf einem Linux, auf einem Windows, ohne selber sich überhaupt hinverbinden zu müssen. Du brauchst halt nur irgendwas, was halt irgendwie eine Schnittstelle hat. Wenn ich mir jetzt so die Sachen angucke, hat halt alles eine Schnittstelle. Selbst mein Switch kann ich per hier Software-Defined Network irgendwie adjusten, wo gehen die Traffic Flows lang. Es hat eine Schnittstelle. Ich kann die vielleicht nicht bedienen. Aber es hat eine Schnittstelle. Das muss ich mal kurz gucken. Ja. Eben eine vereinfachte Ausführung, eine zentralisierte Ausführung. Sollen wir schon darauf eingehen, dass wir, wie wir das bei uns gemacht haben, so ein bisschen? Nee. Ja, wie du willst. Ja. Bei uns hat es ganz. Wir haben einen Vortrag gesehen darüber und haben uns gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee. Wir haben E-Chatbots, wir haben E-Chat, wir haben E-Schnittstellen. Jeder hackert sich irgendwie was hin. Können wir es nicht zentralisieren? Können wir es nicht irgendwie einfacher machen? Können wir nicht irgendwie auch, wie ich weiß, wie das Skript heißt, in diesem Skript-Repository, wo 30 Skripts drin liegen und das Skript neu, niemand hat es ausgecheckt und ich benutze es aber schon regelmäßig, wie kann ich das promoten? Ich kann natürlich zu Ihnen hingehen und so, hey, check mal mein Skript aus. Check mal mein Skript aus, probier es mal aus, ist cool, ist cool, ist cool. Hätte ich selber keine Lust drauf, wenn es jemand zu mir kommen würde. Also packe ich das in den blöden Bot mit rein. Von mir aus per Exit Call. Ja, mein Gott, ja. Dann benutze ich das. Und der Chris sieht vielleicht, oh cool. Ich kann da irgendwie, also eine meiner ersten Sachen war, nur ich wusste, wie man den DNS-Server updatet so richtig. Also so ein paar Leute wussten auch, wenn man das, dass es alle Viertelstunde läuft. Wir haben manchmal gewartet. Ich habe gedacht, komm, ich habe eh ein Skript rumliegen eigentlich, dass es updatet. Also dass so ein Update-Trigger macht. Aber das musst du halt auschecken und dann musst du halt wissen, dass es gibt und dann musst du wissen, wie du es bedienst. Und ich habe das eben, was hier mit dem GitLab bezeichnet wird, habe ich halt mit zum Beispiel update.dns return. Dann schreibt der Bot zurück, alles klar, cool, hier habe ich abgedatet. Das heißt, alle Leute, die gar nicht wissen, wie die Infrastruktur ist, vielleicht auch die DNS-Server sind, die Rechte auf dem Bot haben, kommen wir nachher noch zu, können jetzt einfach ein DNS-Update machen. Dazu ist es auch so, man kann auch vielleicht Leute dazu bekommen, das zu machen, die grundsätzlich gar keine Ahnung davon haben. Ja? Der Product Owner weiß natürlich vielleicht nicht, wie man Git-Account anlegt, aber er sieht vielleicht die Syntax von dieser geteilten Shell. Er hat vielleicht auch keinen Zugriff auf den Git. Ja, er hat auch garantiert keinen Zugriff auf den Git. Der Kunden-PO wahrscheinlich, also vielleicht hat er einen eigenen. Und, die Leute dazu zu bringen, eine Shell zu benutzen. IAC ist wie eine Shell, ein Slack ist wie eine Shell.
Ohne Subcompletion leider noch, aber bei Slack kann man bestimmt was mit JavaScript machen, bei IRC kann man sehr klein vielleicht gucken. Die Leute dazu zu bringen, vielleicht auch mal einfach selber was auszuprobieren. Weil, also ich kenne es zumindest von mir, ihr könnt mir 10 Jahre lang erzählen, wie geil das Filesystem ist. Erst wenn ich es selber ausprobiert habe, bin ich davon überzeugt. Und die Leute dazu zu bringen, was selber auszuprobieren, funktioniert halt meistens nicht. Wenn ich da hingehe und sage, probier es mal aus, ja. Meistens begrenzte Sache. Wenn man es aus eigenem Antrieb macht, zumindest mal in meinem Fall ist es halt so, dann beschäftigt man sich viel tiefer damit, man merkt sich leichter, man hat mehr Spaß damit. Und wenn man halt merkt so, ey, guck mal, da habe ich gerade jemanden gefragt, eine Arbeit zu machen, die ich halt vielleicht selber machen kann, ganz einfach. Das ist halt so einer dieser Ideen und Kniffe hinter diesen Chat-Ops, dass man halt die Leute dazu bringt, zu sehen, eigentlich ist es viel einfacher, als ich gedacht habe. Und aus Admin-Sicht werde ich, sage ich halt auch so, also ich programmiere keine GUI dafür. Weil wenn ich jetzt einmal eine HTML-JavaScript-GUI baue, du musst jetzt mich auslachen, Benni. Also das Jahr werde ich nicht mehr fertig. Ja. Oh, da kommt ein Riesenpapelle bei raus. Ja. Ja, gut. Bist du schon wieder dran? Bin ich noch dran? Ah, alles klar. Ja, Sicherheit. Das ist natürlich sehr abhängig davon, was für ein Chat-System ihr benutzt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube bei Slack, zumindest ist bei RocketChat so, da hat man eine Benutzerverwaltung für die Channels. Wir haben das bei uns gemacht, wir haben halt ein IAC, wir haben Unreal IAC und der hat einen Mixer und den haben wir eh und der kann ja Benutzer verwalten und wir haben dann auch im Bot halt noch ein Match auf unsere IAC Nicknames, auf unseren LDAP und die Leute haben sich die registriert und dadurch können wir halt feststellen, wer ist. Also wirklich so, wir haben unsere Hostmask von Synix, von der wir normalerweise joinen. Dann haben wir halt irgendwie die Leute über den Mixer authentifiziert und der Bot kann das dann matchen auf die Benutzer im internen LDAP und kann dann gucken, ja, darf der das oder darf das nicht, können wir Rechteverwaltung machen. Weil klar, wir haben zwar irgendwie einen Passwortschutz auf unserem IRC, auf unserem Channel, aber manchmal muss man nur im richtigen Moment auf den richtigen Bildschirm gucken, um das Passwort zu wissen, wie das halt gerne so ist. Also gerade bei sich Mixer auf Authentifizierung. Und das fängt jetzt gerade an, ist vielleicht auch ein bisschen Zukunft, ist halt, wie machen wir es überhaupt mit den Teams? Ja, wer hat Rechte wann? Derzeit ist die Diskussion hat ergeben, wie machen wir das mit den verschiedenen Benutzern, mit den verschiedenen Teams. Gerade wir sind die einzigen, also wir haben ein Admin-Team und 4 Entwicklerteams, weil wir eine Softwareentwicklungsfirma sind. Und da ist halt die Frage, wie machen wir es mit den anderen Teams? Wir wollen ihnen grundsätzlich die Struktur zur Verfügung stellen. Wir haben relativ viele Techniker, das heißt, du kannst mir denen das so mal erklären, warum du das benutzt, warum es cool ist oder warum es nicht so cool ist. Da sagst du halt, probier es doch einfach mal aus für dein Team. Aber wir geben dir jetzt halt nicht vielleicht alle Admin-Rechte mit in unseren Bot rein, der schon so viel kann. Und bei euch ist halt vielleicht irgendwie ein Befehl anders als bei uns. Und ihr wollt die Befehle vielleicht auch doppelt vergeben. Ist zurzeit bei uns der Plan, für jedes Team eine eigene Bot-Instanz. Prinzipiell einer gescherten Codebase, damit man natürlich seinen Lips oder sowas mal gebastelt hat, untereinander austauschen kann und der Teambot lauscht nur eben im Teamchat. Weil ein normaler, also ein Core-Developer, der muss halt nichts mit dem DNS oder mit den Servern oder mit irgendwelchen Maschinenänderungen machen, sondern er muss halt öfters vielleicht mal, der will vielleicht mal deployen, der will vielleicht seine Applikation sagen, ey, deploy dich mal auf 1/10 der Server. Er hat vielleicht sogar schon eine Schnittstelle dazu, das zu machen. Mit einem eigenen Webfront entweder oder sonst irgendwas integriertes, was einem dann noch nicht mehr so passt, wo die Benutzerverwaltung auch nicht so gut ist. Und bietet man den einfach an, ey, hier, ihr könnt uns einen Bot benutzen, wir haben da schon ein bisschen was gecodet, vieles CoffeeScript bei uns, der kann schon ein bisschen APIs bedienen, damit haben wir schon ein bisschen Spaß, das funktioniert bei uns ganz gut, könnt ihr mal ausprobieren, ob zum Beispiel für ein Deployment bei euch, wenn auch ein Deployment-Prozess eine coole Idee ist. Und dazu hat es natürlich noch so ein bisschen so einen legeren Charakter, das im IRC zu machen. Es macht auch ein bisschen Spaß. Also mir persönlich macht es deutlich mehr Spaß, als irgendwie in eine Web-Applikation das reinzubauen, weil ich eben frei bin von der ganzen Benutzerauthentifizierung und das einfach alles mit benutzen kann. Ja. Und da ist jetzt das Beispiel, wo man eigentlich hin will damit, ist eben, dass die Benutzer auch mal selber was ausprobieren.
Das ist natürlich ein hehres Ziel. Manche Leute wollen das, manche Leute wollen das nicht. Eben, ihr kennt das aus euren eigenen Betrieben. Der eine Abteilungsleiter, den man mal hatte, der codet den Prototype. Da kommt mir das mal performant nach, hatte ich schon. Aber du hast auch Leute, die sagen, ihr seid die Techniker, entscheidet ihr das. Also da kommt es halt immer drauf an, wie die Leute auch drauf sind, aber das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, dass halt mal Leute, die eigentlich das Licht bedienen könnten oder auch von der GUI verwirrt sind, also wer kennt das Licht, dass er irgendwo mal sitzt und die GUI verwirrt gestaltet ist, gerade bei so einer Sache wie Git-Server. Wir haben was weiß ich, 50, 60, 70 Repositories, du hast natürlich verschiedene Rechte. Das wird halt auch sehr overwhelming für Leute, wenn du eine GUI hast dann und dann siehst du halt hunderte von Zeilen mit Benutzern oder bei uns ist ein Textdatei, da brauchst du halt ein bisschen Skill, zu dem einen den anderen hinzuzufügen, wenn du diesen einen Satz hier im Zweifelsfall copy-pastest als Benutzer, dann kannst du direkt das ausführen. Und es hat ja schon seinen Grund, warum die Shell immer noch benutzt wird. Also auch bei Microsoft ist es ja jetzt ein bisschen angekommen, Headless-Servers durch die Cloud, können sie auch nichts anderes mehr machen. Und ja, unsere Security-Version ist natürlich ein bisschen hochgegriffen, SSH-Demons abschalten, das greift so ein bisschen ein, habt ihr vielleicht schon mal gehört, in dieses, man automatisiert alles nur noch, wenn man sich per SSH auf einem jetzt Linux-Server einloggen muss, dann hat man eigentlich schon Fehler gemacht in der Automatisierung. Vor allem ist die relevante Sache dort so, wenn ich hier unten einen Rechner stehen habe, den ich persönlich kenne, und da habe ich meinen SSH-Key drauf, dann kann ich mich einloggen, das ist ja alles cool. Aber wenn ich bei der AWS Cloud halt Spotforms bestelle für 3 Euro oder für 2,50 Euro, aber es muss 1,10 sein, dann fahren die vielleicht nachts um 300 Stück hoch, arbeiten 2 Stunden und fahren um 4 wieder runter. Ich habe niemals die Möglichkeit, mich überhaupt irgendwie in den Rechner mit einer Shell einzuloggen, weil ich da gar nicht wach bin, hoffe ich. Das ruft jemand an. Und es ist halt auch diese, also unser großes Ziel ist es nie mehr SSH zu benutzen, sondern alles nur zu automatisieren. Ob wir es jemals schaffen, weiß ich nicht, aber muss ich doch hohe Ziele stecken, sonst. Eigentlich sagen wir das nur heimlich, weil wir finden SSH geil. Ja. Ja. Wir machen so viel bei SSH. Bin ich immer noch dran? Ja. Ich mach auch gerne weiter, ich rede ja gar nicht, weißt du? Ja, Webbook, aha, ja, das hat letztes Mal gemacht. Also dieser Bot hat auch Webbooks, macht irgendeinen Port auf, kann sich drauf connecten. Ich habe das erst, ich glaube, vorletzte Woche festgestellt, letzte Woche hatte ich Urlaub und war da ein bisschen geflasht, dass es das hat. Das hast du erzählt nochmal, aber ist egal. Ja, ich mach's jetzt einfach weiter. Ja, man kann halt, nee, jetzt hast du schon verloren. Nee, und man will ihn ja auch irgendwie integrieren. Man will vielleicht auch mit einem Bot sprechen können über eine Web-API. Ihr wisst, wie es ist. Der bringt es einfach mit. Es ist so, wir benutzen halt das Modul, das den halt an IRC connected und das Webmodul, aber der hat auf jeden Fall schon mal ein Java-Modul, gibt es auf jeden Fall, HipChat, Slack oder so, die gibt es auf jeden Fall auch alles, das ist ja Hubot, das ist irgendwie von GitHub. Und man kann halt auch irgendwie dann über diese API die Informationen halt eben von außen wieder einreichen, wenn man vielleicht einen Langläufer-Job hat, den man halt einfach nur triggert per Bot. Und dem Service dann sagt, ich weiß nicht, was man da benutzt, bei Entwicklerseite wahrscheinlich eine eigene Software, aber der dann halt einem wieder zurück sagt, alles klar, das hat jetzt funktioniert, das hat nicht funktioniert. Jenkins? Ja. Kennt er, oder? Bildsystem kann halt einem, man pusht, es kommt von selber hoch. Da ist natürlich klar, der Jenkins muss natürlich seine irgendwie Infos rüberbekommen an den Bot, damit man vielleicht Bescheid bekommt. Dass man jetzt in seinem Score hochgegangen ist oder runter, dass man schon wieder 5000 Punkte gemacht hat, weil man den Code schön gemacht hat oder halt verloren hat. Da sind wir leider noch nicht so weit. Wir wollen das auch noch ein bisschen Gamification machen, dass man halt dann sagen kann, okay, der Bot, für jeden, was weiß ich, Deployment, das irgendwie funktioniert hat oder so, bekommst du halt nochmal ein paar Punkte oder Quest erfüllt. Anpassen. Quest erfüllt. Ja, Quest erfüllt, ja. Ja, man kann halt von außen auch so ein bisschen zugreifen. Also Beispiel ist Nagios. Man guckt halt zwangsweise mehr in den Chat, ja, vielleicht weniger aufs Dashboard. Ein Beispiel, ich habe mich gerade umgesetzt in ein Team rein, ein Softwareentwicklerteam. Das Dashboard ist jetzt hinter mir.
Und die Mails vom Nagios, das sind halt 50 am Tag oder 5000, die gehen dann irgendwo in so einen Filter in den Ordner rein, aber in den Chat gucke ich immer. Und dann könnte der Bot, je nachdem, was für eine Prio diese Notification hat, wie gitlab-example.com, so nichts Punkt, weiß ich nicht, ist gerade down, dann kann mir der Bot eine Message schreiben. Und der Bot kann in großen, roten, dicken Buchstaben schreiben, hey, geht nicht. Speedboat. Guck mal. Nee. Der Bot in großen, roten Buchstaben, hey, Speedboat. Ja, Speedboat. Aufwachen. Also, Beispiele sind einfach für diesen Webhook. Wenn was länger dauert oder halt einfach, wenn man Sachen hat, die gar nicht von dem Bot getriggert wurden, dass der Bot gar nicht weiß, ah, da kommt irgendwann mal was rein, sowas wie Nagios zum Beispiel oder wie die ganzen Monitoring-Tools auch heißen. Oder wenn zum Beispiel, sagen wir mal, man hat jemanden im Team, man muss ja die APIs nicht abschalten, man hat jemanden im Team, der benutzt halt lieber die Web-Oberfläche von Rundeck oder von Jenkins oder von sonst was, der hat irgendwas getriggert. Und ist das zum Beispiel am schlimmsten Fall, irgendein Bild ist fehlgeschlagen, dann will man vielleicht als Software-Developer, dass der im Team ist, das auch wissen, weil der andere ist vielleicht zum Mittagessen gegangen oder ist heimgegangen, weil ihm schlecht war oder sonst was, noch schnell auf den Knopf gedrückt. Einfach, dass man so ein bisschen eine Möglichkeit hat, an diesem Bot, den man sowieso mehr in seinen Arbeitsalltag integriert, noch ein bisschen was dran zu schrauben, um noch ein bisschen mehr, sag mal, wichtige Sachen zu kriegen. So, ja, Implementation. Ich habe einfach mal so, oder wir haben einfach mal so ein paar Beispiele auf die der verstandene Urlaub, als ich die Slides gemacht habe, Entschuldigung. Wir haben zusammen geplant, dann hat er sie geschrieben. Aber ich habe doch hier meinen Account drin. Also da, genau, wir benutzen HuBot. Wir sind eine Firma, die im Java-Umfeld arbeitet. Da war es relativ no-brainer, einen Bot zu nehmen, den man mit JavaScript befeuern kann. Es gibt viele Firmen, die so Admin-Krempel machen, Puppet, Chef, sonst was machen, die benutzen Lita, das ist ein Ruby-Bot, es gibt einen Python-Bot, wahrscheinlich gibt es bei GitHub 400 verschiedene Bots in Perl, Brainfuck, Whitespace, keine Ahnung, aber es gibt immer noch den guten alten Eggdrop, wer kennt ihn nicht, ja, gab es vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren schon in IEC, der benutzt die CL-Schein. Scheiße. Und kaputt. Ja, das macht sehr wenig Spaß. Wie auch immer. Der hat schon vor 20 Jahren den Channel aufgehalten. So. Ja. Es gibt bei Slack ist es so, dass es tatsächlich von Slack aus eine API gibt, die man mit Chatbefehlen bearbeiten kann. Das heißt, da gibt es vielleicht gar keinen Bot, sondern das Chat-System selber hört mit und antwortet. Was aber quasi das gleiche ist. Du musst ja nur irgendwo irgendwas haben, ob man es jetzt Bot nennt oder Skript oder sonst was, irgendwas, du brauchst irgendeinen Listener und dann brauchst du irgendwas, was dir was zurückgibt. So. Für HuBot hat sich so ein bisschen entwickelt. 2013 hat GitHub das als ChatOps-Lösung für alles rausgebracht. Backtop, wie gesagt, gibt es seit 25 Jahren, funktioniert, mehr oder weniger. HuBot kann man sich selber einfach mal ausprobieren. Man macht, nimmt sich einen File, gibt es bestimmt auch einen Container irgendwo, mit einem npm-install. Generator HuBot ist ein Skript, wo man das mit YOLEN HuBot Yo ausführt, wo man 10 Sachen eingeben muss, wie soll der Bot heißen, was für ein Adapter nehme ich, also sowas wie, ich habe IRC, Java, Slack, sonst was, braucht dazu Authentication, also irgendwelche Tokens oder Passwörter, einen Server, eine Serveradresse und einen Channel und dann funktioniert das Ding automatisch und hat so ein Standard-Set an Features, die nicht besonders viel können, aber man sieht, was ungefähr die Idee dahinter ist. Skripte kann man nachinstallieren, das gibt bei npm.js, ist aktuell so der Flavor of the Month, um seine Skripte ins Internet zu zeigen. Als ich die Slides gemacht habe, gab es knapp 2000 Results für HuBot. Davon ist einer HuBot und der Rest ist irgendwelche Skripts. Wir haben uns da auch beteiligt und ein Audit-Skript gebastelt, kann ich gleich schon was dazu sagen. Früher gab es ein Repo bei GitHub, HuBot-Skripts, da liegen halt auch einfach Skripte drin. Das heißt, für eine Funktionalität oder mehrere baut man quasi einfach einen File, einen CoffeeScript-File in dem Fall, schmeißt es in den Bot rein oder ein JavaScript-File, geht glaube ich beides. Und der nimmt das einfach an, geht über alle geht über so einen Skriptordner drüber und alles, was drin ist, funktioniert, nimmt er einfach. Letztendlich funktioniert es immer so, dass er einfach den String, den du eintippst, parst. Ja, also er sagt zum Beispiel, ja, ich kenne ein Skript, das fängt mit New User an. Oder mit lieber Bot, mein Name, $name, mach mir einen neuen User für GitHub oder sonst was. GitLab oder sonst was. So. Das Nächste ist es so, wir haben einen Standard-HuBot genommen und haben den erweitert. Und jetzt ist genau der Punkt. Man kann CoffeeScript machen. Also wir haben hier irgendwo im Raum Softwareentwickler versteckt von Synix. Die können halt, keine Ahnung, 4 DIN A4 Seiten Code bauen und in der Zeit
bis ich bei GitHub angekommen bin. Mit CoffeeScript, mit JavaScript, der Bot kann beides lesen. CoffeeScript generiert einfach nur auch weiteres JavaScript intern irgendwie. Und ist ein bisschen ablesbarer. Man kann Fastlens Bash-Skript-Sammlungen einfach rein integrieren und man muss dann einfach nur so eine Zeile CoffeeScript schreiben, die sagt, wenn da jemand schreibt, lieber Bot, führe mir einen neuen User auf das und das und das, nimm erstes Wort, zweites Wort, drittes Wort, viertes Wort, als Argumente hängst an folgendes Shell-Skript auf meiner VM dran und vorher das Shell-Skript. Und dann hat der Bot einen SSH-Key, wenn man SSH noch nicht übergeschaltet hat, connected auf irgendeine VM und führt einfach ein Skript aus, was vielleicht da liegt, was vielleicht im Bot liegt und per SSH-Remote-Command ausgeführt wird. Was dahinter ist, man hat quasi diese Shell-Sammlung, diese Skript-Sammlung, die man sowieso schon hat. Und wenn man ein neues Skript schreibt, muss man es irgendwo schreiben und dann kann man es auch dem Bot geben und dann haben es gleich alle im Team und sehen auch mal die Benutzung. Man sollte vielleicht sagen, wir haben das letzte Jahr auf der OSDC gesehen, fanden gerade den Kommunikationsfaktor natürlich, dass man vielleicht ein bisschen auch die Kommunikation vermehren kann in dem Channel, wo nicht so viel Nonsens vielleicht auch kommt, aber im Prinzip halt auch ein bisschen, wo wirklich gearbeitet wird, wurde ich auch unterhetzt. Ich denke, wir haben ein bisschen mehr Kommunikation auf jeden Fall als letztes Jahr, aber wir haben da kein riesiges Projekt draus gemacht. Das war ich jetzt, glaube ich. Auch noch ein Slide zu, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben kein irgendwie Projekt gemacht dafür, sondern wir haben uns einfach gedacht, hey, wir probieren das mal aus. Und in unserer Freizeit, oder nicht Freizeit, also in unserer Zeit, die man manchmal noch so ein bisschen übrig hat. Manchmal hast du irgendwie eine Viertelstunde oder so, oder 20 Minuten, oder keinen Bock mehr, und dann machst du halt sowas. Und da ist halt gerade bei uns wichtig, oder was wir dann wichtig fanden, ist halt so, mach einfach mit, Programmiersprache, egal. Dann machst du halt im schlimmsten Fall einen Excel-Call, damit, Hauptsache du hast Spaß, ja. Wenn du ein Feature programmierst und du hast halt irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit und hackerst das halt schnell in Python zusammen, ja, dann programmier das halt erstmal. Wir machen kein großes Projekt drauf, weil wir es erstmal ausprobieren wollen einfach. Und da ist es natürlich, ja klar, ist so ein Excel-gecalltes Bash-Script nicht so irgendwie richtig cool, ja. Aber irgendwie, es hat nur einer vom Team und der hat das coole Feature vielleicht, der kann es benutzen und sonst hat es keiner, weil das nicht rausrückt, ist halt auch nicht so richtig cool. Und darum haben wir da auch versucht, einfach die Einstiegshürde sozusagen relativ klein zu halten, wenn da einer ankommt. Ja, was ist das für eine Sprache? Ja, eigentlich CoffeeScript. Und wenn dann das Gesicht denkt, da ist so mit, aber du kannst auch irgendwas anderes benutzen, wenn du das lieber benutzt. Hauptsache es funktioniert und du bist halbwegs committed, da mal vielleicht noch einen Bug zu fixen. Was ja immer im Normalfall ist. Wir hatten damit auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir haben so Dashboards, da war es genauso. Da konnte jeder die Programmiersprache seiner Wahl machen. Ich weiß gar nicht, was wir da alles drin hatten. Ruby, Python, Shell. Java natürlich auch, klar, mit dem Java-Code, die man so, ich mach's in Java einfach schneller, ich glaube, ich habe auch Zeug im Perl programmiert, alles mögliche. Kam vorne der richtige Input rein und hinten das Richtige raus, ja, für eine Anzeige, reicht es, hätten wir es gemacht, wenn wir ein richtiges Projekt draus gemacht hätten, wahrscheinlich eher nicht. Weil dann hätte man erstmal eine riesige Planung gebraucht. Manchmal ist es auch einfach schön, erweitern bis nach Bedarf. Und dann denkst du, ey, ich habe das jetzt dreimal ausgeführt, ich hau das jetzt in den Bot rein, fertig. Und ich habe den schönen Fall, dass ich gern mal was prototype und das ist mir dann halt auch passiert, dass es ein halbes Jahr später plötzlich ein CoffeeScript da liegt und ich guck da rein und dann die Hälfte verstehe ich dann nicht mehr so ganz, aber weil es irgendein Dev gemacht hat, der halt jeden Tag codet und ich code jetzt seit 14 Jahre nicht mehr oder so, machen noch Systemadministration. Natürlich hat man noch irgendwie ein bisschen Background, aber klar, wenn sich jemand reinfuchst und da viel macht, dann hängt er einen halt vielleicht nochmal ab. Ja. Kurzes Beispiel, ganz einfaches Ding eigentlich, was auch so ein bisschen zeigt, wie einfach eigentlich CoffeeScript zu verstehen ist, kann auch ich. Robot.hier ist so ein Standardbefehl für, was liest er denn im Chat mit? Das heißt, er liest einfach jede Zeile. Und matcht einfach, also hier zwei Striche, zwei Forward Slash sind einfach so ein Regex-Ding in CoffeeScript. Beispiel bei uns, wir haben einen Sysadmin of the Day, SOD, der einfach ja, so für Standardanfragen da sind. Hey, mein Server ist gerade down, hey, ich habe meine E-Mail nicht gekriegt, mein Rechner ist voll, ich brauche ein neues Kabel, ich hätte gerne Kopfhörer bestellen und sowas. Damit man nicht einfach jeder zu seinem Admin der Wahl hingeht, der vielleicht überhaupt hingeht. Der vielleicht gerade was anderes zu tun hat, haben wir so einen Sysadmin of the Day ausgelobt. Und das hier ist ein schönes Beispiel, das haben wir mal einfach implementiert, um zu sehen, wer ist denn gerade Sysadmin of the Day? Und wir haben so eine
Wasserflasche mit nach vorne, da steht SOD dran, bei demjenigen auf dem Tisch stehen. Aber es gibt da Leute, die haben mittlerweile gecheckt, hey, da kann man im Chat schreiben, SOD Fragezeichen, und der Bot sagt, ja, der Fashion ist SOD. Ja, Beispiel, wenn der Fashion Regex SOD ist, zum Glück ist heute der Fashion SOD, dann macht er nichts kaputt. Das ist der echte Code. Ja, und ja, heute ist, sonst kommt halt, heute ist der Zivi oder der Hase SOD und macht eure Rechner flott. Ich repariere auch unglaublich gern von genau, die Idee ist einfach, John hat irgendwann mal gesehen, hey, da gibt es einen Befehl, SOD Fragezeichen. Und dann sagt der Demo-Bot, ja, das heißt so, der SOD, macht eure Rechner flott. Und dann weiß ich, ah, Moment, ich brauche jetzt ein HDMI-Kabel, dann gehe ich mal zum Sony hin und Christian, und frag mal, haben wir sowas? Kannst du mir mal eins geben? Kannst du mal bei Amazon so ein Ding bestellen oder sowas? Ja, und so eine Fahne funktioniert auch einfach nicht, wenn du Offside sitzt. Ja, also, Webcam und Fahne sehen und so blöd. Auch wenn wir noch nicht perfekt sind, versuchen wir ja auch viele Leute per Homeoffice zu enablen. Wir basteln gerade noch an VPN-Routern, damit man die blöde VPN-Einrichtung auf drei Plattformen nicht mehr hat, sondern verschiedene Betriebssystemversionen. Und dass wir dann einen eigenen Router haben, wo du es einfach zu Hause einstecken kannst. Und das ist natürlich praktisch, wenn du fragen kannst, ey, wer ist denn gerade der, den ich treten muss, damit da was passiert. Vor allem kann man dann natürlich ganz klassisches First-Level-Setup erstmal aufnehmen, gucken, ah ja, kann ich selber machen, oder eben, da gibt es auch vielleicht einen Spezialisten, den kann ich fragen. Und diese Abstraktion zwischen sozusagen der Kundenanfrage, was bei uns meistens Entwickler sind, und dann den Sysadmin-Talk, der hinten rausfällt, zu machen. Genau. Beispiel für ein Shell-Skript. Und da ist der Punkt, wo man einfach sagen kann, das Ding, egal ob man Java kann oder nicht, oder ob man lieber Python, Perl, Bash, sonst was, ZSA-Skripte, ist das. Und zwar, ups, ist das, wie man mit einer Logik-Einführung und zwar ist einfach die Frage, der Satz, den man schreiben muss, fängt an mit Fact Doppelpunkt und dann gibt man zwei Parameter ein mit Backslash S ist ein Leerzeichen. Also das ist jetzt so ein Puppet-Teil, das funktioniert mit Factor, da kann man unter Puppet, beziehungsweise unter Factor, das so ein Puppet angeredet ist, von einem bestimmten Server, den man angibt, einfach was abfragen. Also letztendlich ist es was man auf dem jeweiligen Server ausführt. So wäre es gehackt. Schön mit einer API wäre es, mit einem REST-Call an die Puppet-DB dran zu gehen. Ja, aber ich weiß nicht, wie das geht, also habe ich gebaut. Für Auspect SH, erster Parameter, zweiter Parameter und go. Und letztendlich liegt da einfach ein Shell-Skript, was ich sonst ungefähr auch bei mir ausführen würde. Da liegt ein Shell-Skript, das heißt, ich habe einen Befehl, Factor-P, so heißt es halt in Facts. Und da kommt ein Command hinten dran, so, dann nehme ich, mache ich SSH auf dem Hubert, auf der VM, wo der Hubert läuft, oder in einem Container vielleicht, da bin ich jetzt auf dem drin, scheiß auf den Host-Key, ich habe 5 Sekunden Timeout, ist bei uns im LAN relativ egal, nehme folgenden RSA-Key und dann sage ich, SSH, nimm den User-Bot auf den ersten Parameter, also Beispiel ist, ich habe eine VM, die heißt Side-Test 2 und ich möchte wissen, wie ist denn die Uptime. So, jetzt kann ich natürlich hergehen, log mich ein, schreibe Uptime, gucke in die Puppet-DB, gucke noch an 40 anderen Stellen oder so, aber eigentlich will man es ja an der Stelle haben, wo man sowieso schon am Arbeiten ist. Und das Beispiel ist dann, ich sage einfach Fact, gehe zur VM, die heißt Side-Test 2 und gib mir den Fact System Uptime oder gib mir den Fact Rate Controller oder gib mir den Fact Is On-Site oder sowas. Und Facts kann man halt, wissen, wer da schon so hat. Doch mal, haben wir mal. Können wir nutzen Puppet? Wer weiß, was Factor ist? Die gleichen. Ja, gut, dann sage ich mal kurz, weil ich habe auch keine Ahnung. Also im Prinzip ist Factor so ein bisschen ranzig, aus meiner Sicht. Und da kannst du so Ruby-Skripte reinschmeißen. Und das ist, Puppet benutzt es dafür, um Entscheidungen zu treffen, die maschinenbezogen sind. Bei also, Chef heißt das auch Hi. Oh, hi. Und benutzt also, Chef? Jemand, nein, nein, jemand, deswegen. Der Zivi hat gesagt, ich benutze jemanden Chef. Der Zivi hat gesagt, bei Chef heißt es oh, hi. Ja. Also würde man jetzt vielleicht schreiben, oh hi, Doppelpunkt, Seite S2, System Uptime. Und im Prinzip laufen halt so kleine Skriptchen, die, das Rubige, die halt auf dem System Informationen über das System abholen. Aufgrund derer, du dann, die werden dann übermittelt in Puppet, das ist ein Provisionierungstool, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und da hast du eine Datenbank dran und daraufhin kannst du Entscheidungen fällen. Ja? Sei es irgendwie was Einfaches, wenn es ein Terabyte RAM hat, und 2 Terabyte SSD ist, dann ist es ein Datenbankserver. Oder auch einfach so Sachen wie, ich würde gerne jede Netzwerkkarte, die aktiv ist, überwachen, wie stark ihre Auslastung ist. Man muss ja irgendwie wissen, wie die blöden Netzwerkkarten auf der Kiste heißen.
Und dann kannst du das da halt einsammeln und kannst du in einem Templating-System eben von dem Fact da einfach die Daten abholen. Und da gibt es dann natürlich irgendwie Facts für alle möglichen Krempel, wie man das halt so kennt. Und dann kann man da halt natürlich irgendwie in der Automatisierung abfragen eben. Also ja, ich bin zum Beispiel, können die, welche Disk, ja, welche Block-Devices gibt es und können die zum Beispiel smart? Dann kannst du das abfragen, dann kannst du da einen Smart-Test dranhängen, die dich unterstützen und die nicht. Oder ja, wir benutzen zum Beispiel neben sowas wie System-Uptime, aber für sowas wie Is-On-Site, da comparen wir einfach IP-Blöcke und sagen halt, okay, das Ding ist in unserem IP-Bereich hier lokal, also muss es bei uns irgendwo stehen, dann können wir auf dem internen Server Backup machen und müssen nicht zur Amazon handeln oder sowas. Oder wenn er im anderen Block ist, dann macht er Backup nach S3 irgendwie verschlüsselt. Oder sowas wie zum Beispiel, wir haben einen automatisierten Nagios-Check für Maschinen, die einen RAID-Controller haben von einem bestimmten Typ. Das heißt, wir fragen ab, gibt es einen RAID-Controller? Wenn ja, ist es ein LSI oder Flyware oder so. Und je nachdem kommt dann das passende Binary rein installiert in den Server und macht dann halt, gibt dann sowas zurück wie grün hat funktioniert, LSI Mega RAID 3579, wie auch immer das heißt. Hier ist ja zum Beispiel, der Bot gibt einfach einen JSON, also Key Value Output zurück, mit dem man dann auch weiter parsen könnte, wenn man das Bash-Skriptens oder JavaScriptens mächtig ist. Was will man nicht? Aber man muss sagen, das ist super praktisch. Du musst ja nicht auf die blöde Kiste einloggen und nachgucken, was da gerade Phase ist. Und dann kannst du zuerst mal bei den Sachen einfach fragen, wie ja. IAT. Ja, gib nächste Kiste, nächste Kiste, nächste Kiste. Also wo wir es auch schon gemerkt haben, ist einfach, du hast irgendeine Anfrage oder das Monitoring meckert über irgendeine VM. Ja, dann guckst du kurz den Chat und siehst, naja, der CPU hat gerade eingegeben, zeig mir mal die Uptime von dem System. System, ah gut, er kümmert sich schon drum, ohne dass er nochmal schreiben muss, ja okay, ich kümmere mich drum. Weil nachher loggen sich 5 Leute auf die Kiste ein, der erste guckt ins Log, der zweite ist beim Grafana angekommen und guckt in den Graph, der dritte guckt in der PuppetDB, der vierte guckt im zentralen Syslog-Server, der fünfte guckt auf dem Host-System von der Virtualisierung, wie da die CPU-Auslastung sieht, und dann kommt der Azubi und rebootet die Kiste und dann ist alles weg. Der Azubi traut sich doch gar nicht. Ja, okay. Aber im Prinzip, das wäre doch ideal, wenn sich jeder aufteilt, eigentlich gucken alle aufs Gleiche und wundern sich, warum dann schon irgendwie Log da ist oder so. Also, bisschen besser wird schon, klar, wir sind noch nicht so weit mit dem Coden eben, wir machen so ein bisschen nebenbei, wo es uns praktisch erscheint, machen wir es einfach gleich, wo wir sagen, ja, das ist doch ein bisschen größerer Aufwand. Genau. Also, man muss ja immer auf seine Zeiten achten, wie das passt. Ja, wir müssen auch auf die Zeit achten, Kollege. Ja, wir sind schon erst 10 Minuten drüber. Ja. Was wir nicht wollen, oder was ich empfehlen würde für jeden, wir haben vorhin gerade gefragt, wer wusste denn vorher, lass mal weg, wer macht denn irgendeine Form von Chat-Ops? Okay. Können wir gleich nachher nochmal draußen, Fußstellen und so. Übermäßiger Implementationsaufwand, das ist das, was wir gesagt haben, wir machen das halt so peu à peu, wenn es uns sinnvoll erscheint. Es bringt sicher nichts zu sagen, hey, wir basteln jetzt ein Riesenprojekt raus, schreiben 4 Wochen lang geilen Hubot oder einen eigenen Bot oder Slack Integration oder sonst was, weil der CEO hier im Dings war, in der Vortrag gesehen hat, hey, voll gut. Und nachher sparen wir es 5 Minuten jede Woche. Dann ist es vielleicht doch sinnvoller zu sagen, okay, dann sollte man sich vielleicht selber so ein bisschen an die Kandare nehmen und sagen, ich schreibe in den Chat, was ich gerade gemacht habe. Ja, das ist wirklich sowas, man überlegt zum Beispiel sowas wie Fact. Ich würde gerne wissen, wie so ein Fact aussieht. Dann schreibe ich mir ein Skript, das das von meinem Rechner aus macht. Aber eigentlich könnte ich es auch im Chat machen, weil die eine Zeile, wie der Bot das ausliest und das Regex dafür, das habe ich in 2, 3, 4 Minuten kopiert, bisschen abgeändert und dann funktioniert das. Was will man nicht? Off-Topic-Skripte. Wenn man sich diese, wir denken zurück, 2000 Skripte bei GitHub, NPM und sonst wo anguckt, das sind ungefähr 90% Schrott, weil die fragen das Wetter ab, die fragen den Pizzadienst ab, die fragen ab. Gibt schon eins für DHL. Bestimmt, die fragen DHL ab. Man kann halt alles Mögliche da reinhauen und ihr kennt es auch. Leider ist es. Ihr kennt es aus dem IRC. Ja. Da kommt einer an mit irgendeinem Bot und es geht einem nur auf die Nerven. Man muss es auch selber immer ein bisschen aufpassen, aber es ist halt wirklich, wenn man das halt als Arbeitsmittel versteht, vielleicht als lustiges und spaßiges Arbeitsmittel, das ist immer, wenn man Spaß hat dabei, macht es halt einfach mehr. Also dann codet man halt lieber da dran. Es ist wichtig, dass man halt nicht zu viel Nonsens reinbekommt. Wir haben jetzt aus einem Channel inzwischen 5 gemacht oder so. Wir haben früher die Tickets angezeigt, die Nagios-Mails.
Dann haben wir jetzt noch einen Bot-Channel, die Tickets sind im eigenen Channel. Man kann halt gucken, wie es mit den Tickets läuft. Das interessiert mich ja wahrscheinlich mehr als den Chris, weil ich immer noch ein gerne Auge auf die Leute habe und sage halt so, Julian, dein Ernst? Ja, eigentlich nicht. Ja, wollen wir es nicht irgendwie geil machen? Ja, lass uns cool machen. Und ja, und, es ist halt schön, weil der blöde Mail-Client, der nervt halt einfach, ja. Und ja, Matt geht, aber... Und wir bekommen halt ein bisschen die Tickets mit, man bekommt ein bisschen mit, was machen die anderen Leute, man hat vielleicht auch irgendwo noch einen Gitlog und man hat vielleicht eine, irgendwie welche Anfragen gerade frisch reinkamen oder was man sich ausdenken will. Wir haben da so ein bisschen das separiert in verschiedene Channels. Ein typisches Beispiel wäre, gerade so was so Neues anbelangt und Off-Topic-Zeug. Beispiel ist, jemand baut was am Puppet um und deployt es. Also wir machen das so, wir schieben Puppet-Config in Git und haben ein Skript, was der Bot, dass wir dem Bot sagen, hey, deploy mal das Puppet und dann nimmt er den letzten Git-Commit und schiebt den in den Puppet-Master rein. Ja, also mit der Idee, du hast immer die Config auf einem von Puppet losgelösten Git-Server und wenn was kaputt geht, kannst du da einfach zurück, ohne dass dich das irgendwie stört. Ja, und dann, das Problem ist einfach, sagen wir mal, es geht 3-4 Kisten plötzlich kaputt. Ja, und dann kann ich erstmal gucken im Chat, bevor ich anfange, gehe ich auf die Kiste, gehe ich zum Hosting, gehe ich zum Graph, gehe ich zum zentralen Syslog oder sonst was. Ich gucke erstmal in den Chat und sehe, hey, weil er gerade so lacht, der Zivi hat vor 10 Minuten was in den Puppet deployed. Und dann gucke ich vielleicht erstmal im Git-Repo vom Puppet Master. Oder das in dem Git-Repo, was den Puppet Master befeuert, und fange dann erstmal an, da zu gucken, was hat er denn da geändert? Hat er vielleicht ein Netzwerk-Config umgeschraubt? Und dann sind 4 Kisten verschwunden. Der Klassiker, man sieht halt im Nagios-Channel, Puppet failed oder halt lief seit einer halben Stunde nicht, man guckt mal in den Admin-Channel rein, so, wer hat als letztes deployed auf Production? Genau. Ey, was hast du da geschrieben? Ja, hier ist er und jedes, er ist schon dran, alles klar, ist gleich gefixt. Man muss halt nicht den blöden Git-Server aufmachen, halt Git pullen und Tick machen oder ja, Git Lab. Ja, erst Hosting oder im Graph gucken oder so. Man hat den Chat eh offen. Das Problem ist aber einfach, auch vielleicht nicht. Bitte? Das Problem ist dann einfach, wenn du halt im IRC geht es noch, weil jeder, der was schreibt, hat eine Zeile, aber wenn man Slack benutzt und postet irgendeinen Link, dann macht er halt irgendwie über ein Viertel von einer Desktop-Höhe so ein Preview. Das heißt von Katzenbildern oder sonst was. Und das ist halt sehr schnell weg. Man sieht es hier. Man kann auch Einhörner haben im Chat zum Beispiel. Oder Katzen. Oder jemand hat die Entropia-Fahrplanliste gepostet, was irgendwie, und da oben irgendwo hat der Zivi seinen Puppet kaputt gemacht. Und du weißt es aber gar nicht. Und dieser ganze Witz von ja, Kommunikation und Transparenz ist halt irgendwie runtergefallen. So, will man nicht haben. Ja, man kann einen Off-Topic-Chat machen. Und das ist auch das Problem bei diesen 90% aller Skripte, die, also wir müssen auch so durchgesucht. Ja, man sucht ja vielleicht doch mal ein Skript. Will man Nagios selber da anbinden? Also das ist ein Softwareentwicklerproblem, hat es vielleicht schon mal jemand gemacht, dann kann man es ja schon mal benutzen, vielleicht ein bisschen anpassen. Wir haben da leider gemerkt, von den 10% der sinnvollen Skripte muss man irgendwie 90% so lange anpassen, dass man es eigentlich schneller selber codet. Ist leider so. Aber es geht halt sehr, sehr schnell, da irgendwie Skripte reinzubauen. Man könnte das Einhorn auch in Regenbogenfarben machen. Es war aber es nervt halt trotzdem. Hey, was ist denn das? Das ist voll geil. Ich kann leider den. Ja, ich würde einfach mal Beispiele erzählen. Wir sind jetzt knapp eine Stunde drin. Wer Lust hat, kann ja auch schon mal was essen oder Bier trinken. Was wir so bei Zynix damit machen. Ciao, Fersen. Wir haben so einen LAN-Manager, das ist einfach so ein Tool, das hat eine GUI, da kann man sagen, hey... entschuldige mich schon auch mal. Ich habe auf Verschlusslist gewachsen. Es funktioniert aber. Und da kann man einfach so eine Zuordnung treffen, so eine IP-Adresse, einen Hostname, eine IP festlegen, ob das Ding automatisch per PXE installiert wird, was für eine Rolle es hat, also ob es eine VM ist oder ein Server oder eine Workstation oder sonst was. Und wir haben einfach beschlossen, man könnte das über den Bot befeuern. Einfach sagen, ich habe jetzt hier ein neues Gerät oder ich sehe im Netzwerk, da taucht irgendwo eine neue MAC-Adresse auf, dann schmeiße ich die schnell hier in den Bot rein und sage, er soll eine IP aus der Range 10.0.0 bekommen, Site-S2 heißen und dann wird diese vor allem angelegt mit der MAC-Adresse und dann kriegt man auch direkt noch eine IP, das heißt, es wird der Bot
und der LAN-Manager, einer davon, ich habe der LAN-Manager bei uns, der checkt, gibt es da eine freie IP, dann vergebe ich dem die dauerhaft und dann kriegt er die ab jetzt per DHCP, danach muss man ein Update beim DHCP triggern, können wir auch automatisieren danach, wie auch immer. Gehen wir nochmal zurück, ich will den gleichen Einwand machen, wie noch mit Bonus wie bei der GPN. Erstens, also man könnte hier hinten auch noch angeben bei uns, hier installiert der automatisierten Debian dazu. Und dann, wenn die Kiste hochfährt, bekommst du gleich irgendwie Fixie-Boot geknallt mit dem Debian-Installer. Und ja, man erkennt daran, dass wir dann kein Citre haben, dass es Push ist. Ja, ganz klar, also für die, die sich gedacht haben, dass das so ist. Und wir benutzen auch, das verwirrt mich die ganze Zeit, er hat extra gemacht auf den Slides, um die Leute nicht zu verwirren, aber wir benutzen kein Punkt Local, sondern wir haben eine richtige Domain. Aber Punkt Coffee verwirrt die Leute. Ja, ich war dafür, weil dagegen, ja. Was dann? Das war nicht nur noch gegangen. Also, wo machen wir die Input-Validierung? Im Bot? Okay. Also, was? Frage nochmal stellen, bitte. Ach, Entschuldigung, Frage nicht nochmal gestellt. Wo machen wir denn die Input-Validierung? letztendlich machen wir die im Bot. Und der Bot, das haben wir vorhin mal gesehen, muss mal suchen. Beim Frack, glaube ich. Entschuldigung. Wir haben hier so eine Out-Abfrage. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand diesen Fact-Befehl benutzt, wird geguckt, ist der in der Gruppe SysAdmin. Ja, also darf das Maria machen oder darf es vielleicht nur Max machen, um zu sehen, wie lange ist denn die Kiste schon ab. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, wie man will vielleicht mit jedem erlauben, zum Beispiel sowas wie einen Git-Account anzulegen oder zum Beispiel sowas wie den Server zu rebooten, den Host zu rebooten. Ja, so, ah ja, hier, ich habe gesehen, das geht, der Server hängt gerade, wer kennt das nicht, der Kunde hat schon mal da das Knöpfchen gedrückt oder so, will man nicht haben. Beispiel was, also man kann es, wir haben zum Beispiel die IP, die kommt, da hängt halt einfach ein Regex hinten dran, den habe ich irgendwo im Internet geklaut, gefunden und benutzt und für gut gefunden. Der guckt einfach, ist es halt vier Blöcke, 255, 0 bis 200 oder 1 bis 255, sind Punkte dazwischen, dann ist es für mich eine IPv4-Adresse und das funktioniert. Es ist aber so, dass man letztendlich auch in dem Regex, den der Bot sowieso vergleicht, abfragen kann. Beispiel ist Parameter 1, wenn man den Server nimmt, vom Fact in einer bestimmten Gruppe, darf der User darauf zugreifen oder sowas. Ich muss in dem Beispiel vorher auch sagen, ich validiere das auch nochmal, weil ich kann es auch. Aber eben, du willst halt nicht dein internes Netz zerschießen, nur weil einer im Bot nicht richtig gemacht hat. Also es kommt natürlich darauf an, auf die Applikation. Dazu ist es ja so, das hätte eh schon Webfrontend. Da muss ich es ja eh validieren, das ist ja eh schon mal drin und dann benutzt man das, recycelt man das natürlich. Die meisten APIs validieren ja auch nochmal. Aber klar, so das klassische Rabatt-Agent, schicke ich das überhaupt rüber oder nicht, das machen wir direkt im Bot. Ob das in jedem Fall das Beste ist, klar, man muss sich einfach mit den Leuten unterhalten, die APIs zur Verfügung stellen und was da dann halt sinnvoll ist. Wenn die API eine super Validierung hat, komme ich das eh nicht so gut hin. Ja, weil ich kann schon allein wegen der Zeit. Und ja, vorher noch mal auf der Folie. Aber man guckt natürlich trotzdem noch mal im Bot, dass da nicht gar der ganze Käse landet, sondern man hat vielleicht ja fast. So ein eingeschränktes Befehlsset. Also dass man zum Beispiel gar nicht wissen muss. Da weiß vielleicht jemand, der neu hier ist oder so, der weiß vielleicht gar nicht. Wir haben da irgendein Konstrukt, LAN-Manager oder irgendein altes Projekt, das hat vielleicht mal ein Student vor 4 Jahren gebaut, den gibt es gar nicht mehr. Da gibt es irgendwo im Wiki und der viertesten Unterseite gibt es eine Doku. Hat er vielleicht vergessen, einen Parameter zu dokumentieren, den ich jetzt brauche? Dann gibt es einfach so: Hier gibt es ein Set von Befehlen. Der Bot, der hat eine Hilfeausgabe, die kann einem alle Befehle zurückgeben oder alle Befehle für ein bestimmtes Subcommand, wie jetzt, gib mir alles, was Fact kann. Wie rufe ich denn Fact auf? Und dann gibt es einfach schon da nur noch so ein Subset. Und im Idealfall hat man hinten dran sowieso sowas wie Rundeck oder Jenkins im Softwareentwicklungsbereich, also sowieso nochmal eine Jobverwaltung, wo Softwareentwickler auch nochmal dediziert ihre Jobs detaillierter anlegen können und die hat sowieso ja nochmal eine Validierung und eine Authentifizierung. Das heißt, im Zweifelsfall validiert man auch zumindest nicht weniger, als man sonst in seinem privaten Shell-Skript machen würde, was sonst keiner sieht. Wo auch keiner helfen kann. So, da hat jetzt einer 5-mal falsch geschrieben, New Host, und vielleicht kommt da irgendwann mal einer von den anderen Admins auf die Idee zu sagen, hey, Mac. Ja, genau. Wie auch immer. Beispiel für uns ist, das ist gerade eine Testphase, wir haben jemanden, der hat für unsere Virtualisierung ein Web-API geschrieben, wo sich Entwickler und andere Leute selbst VMs generieren können. So ein bisschen Amazon Web Services mäßig.
Das heißt, man würde dann den Bot schreiben, leg mal eine File an, die heißt Sitelist 3 im Projekt Infra, weil man da vielleicht ein Accounting drüber hat, und es soll ein CentOS Auto installiert werden. Und dann kommt das Ding automatisch, wird provisioniert in der, über die Web-API, die bestimmte Einschränkungen und Validierungen hat, mit Nachfrage, darf derjenige, der das gerade getriggert hat, darf der das überhaupt? Zu welchem Team gehört der? Wie wird es abgerechnet? Also Beispiel, man hat in unserem Fall, glaube ich, 6 Entwicklerteams oder 5, die haben eigene Kostenstellen. Und für manche, manche haben vielleicht Kunden, die würden sagen, oh ja, wenn ihr 10 Test-VMs macht, dann zahlen wir die alle. Und manche würden sagen, ja sorry, ihr müsst dann mit einer Test-VM hinkommen. Und dann kann man einfach sagen, und dann sagt der Bot, hey, ich habe dir die VM angelegt, und irgendwann mal wird er vielleicht melden, hey, deine VM, die wurde provisioniert, die wurde installiert, die hat folgende IP bekommen, die läuft vielleicht auf dem Host oder auf dem Cluster oder bei Amazon. Da ist jetzt Puppet 5-mal drüber gelaufen und macht keine Changes mehr. Aus meiner Sicht ist die fertig. Dein SSH-Key liegt auch schon drin, weil den habe ich irgendwo aus dem LDAP rausgezogen. Und natürlich kann man da den ganzen üblichen Filofanz wie Naming-Schemes reincoden oder Leute bekommen dann ihre eigenen Nuggets-Notifications. Wir haben es natürlich noch klassischerweise so, die Admins bekommen die Notifications, die Entwickler nicht. Und manchmal ist es halt so, manchmal interessiert es den einen oder anderen Entwickler doch, wenn seine Applikation gerade die Grätsche macht. Und nicht bis der Admin vom Bier trinken und rauchen zurückkommt, wenn man auf den Nagios guckt, verschlafen, dann sagt, ey hier, übrigens geht euer Service nicht. Reboot! Und man will vielleicht das eine oder andere vielleicht eine Nachricht haben, fürs andere nicht. Aber auch die Einkategorisierung, ist es ein Produktivsystem oder Testsystem, ist halt irgendwie einfach schwierig manchmal von der Admin-Seite. Und damit wir auch so ein bisschen in Zukunft auf jeden Fall. Die Entwickler ein bisschen empowern, ja. Ihr dürft die Entscheidung einfach selber treffen, wie wichtig das System ist, ja. Und zwar so rufe ich euch halt nachts an, gell, wenn es arg wichtig ist. Aber ist ja auch nachts ein Bier, ist ganz ja. Okay. Beispiele, was wir noch haben, oder für was das aus unserer Sicht ganz gut ist, wofür man eigentlich auch irgendwie eine API oder irgendein Skript will, was, wenn man nichts vergessen will. Beispiel neuer Mitarbeiter, sagen wir mal jemand, der Johannes heißt und hier im Raum sitzt, der würde im Juli anfangen. Jetzt braucht der Mensch erstmal eine Checkliste, weil man will ja nichts vergessen. Er braucht einen Mail-Account, er braucht 3 Aliase für Admins, Ad und sonst was. Er braucht einen LDAP-Account, er braucht einen Kalender-Account, er braucht einen Laptop. Dazu muss es ein Ticket geben, damit es jemand bestellt, der dann auch vielleicht weiß, hey, der muss einen Laptop bestellen. Das ist Glück vereinfacht jetzt. Der braucht einen Tisch, der braucht Kabel, der braucht Monitor, der braucht eine Docking-Station, der braucht ein Telefon. Das sind alles verschiedene Stellen, vielleicht auch verschiedene Kostenstellen. Der braucht Verträge, der braucht eine NDA und so weiter. Und ja, NDA, und das Marketing muss fragen, wenn nur ein Foto von dir gemacht wird, genau. Bei einer Veranstaltung, darfst du es posten oder ist es nicht okay? So Sachen. Genau. Und wir hatten das schon ewig, wir hatten früher mal eine Checkliste, da habe ich mal was geskriptet, was das als Tech-File raushaut, weil das halt einfach immer schön ausschaut, selbst was ich mache. Und dann wurde ich aber so keine arbeitslos gemacht, weil eine Kollegin einfach alles, was man davon automatisieren konnte, einfach runtergecodet hat. Die Idee ist einfach, ja, danke, Sandra. Die Idee ist einfach auch zu sagen, okay, vielleicht ist das so ein Befehl, neuer Mitarbeiter, Johannes, Nachname gestrichen, 1.7.2016, vielleicht kann das auch jemand vom Office Management machen. Ja, weil das ist, da kann man nichts falsch machen. Wenn man den falschen Befehl eintippt, funktioniert es nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist den User falsch schreiben, das kann man auch in jedem Skript machen. Und dann muss man gar nicht mal zu einem Admin herlaufen und sagen, hey du, ich brauche einen Mail-Account für den und einen LDAP-Account, habe ich was vergessen, braucht er noch einen Rechner oder sonst was? Ja, ja. Okay. Genau, Beispiele, wir sind auch gleich durch, keine Angst, es gibt auch gleich noch was zu essen und was zu trinken. Das ist das, was der Flaschen vorhin meint. Wir haben eine Lagerverwaltung, die heißt YOLO.pl. Die kann keine Umlaute, keine Sonderzeichen. Da geht das Ganze mal SQL kaputt. Das ist einfach ein Word-Skript, das checkt man sich aus GitHub aus. Wenn man Linux-Rechner hat, funktioniert. Wenn man Mac hat, muss man noch ein bisschen uminstallieren. Das ist im Moment noch nicht im Bot. Aber Beispiel wäre, ein Benutzer kommt her oder ein Softwareentwickler kommt her und sagt, hey, ich brauche einen HDMI auf DVI-Kabel. Er könnte aber auch den Bot fragen und sagen, haben wir irgendwas, was mit HDMI ist? Und dann könnte er einen privaten eine Message vom Bot kriegen und sagen, ja, wir haben folgendes, sucht er eins aus, geht zum Admin deiner Meinung, gibt dir eins, weil der braucht einen Schlüssel. Und das Schlimme ist, diese, mach nochmal zurück hier, Junge. Seht ihr diese Leerzeichen, die ich nicht rausgepatcht habe? Es hat bei uns ein Tool abgelöst, das Tesla verwendet, was praktischer ist. Manchmal ist halt ein halber Tag kurz was hinhacken, für die Leute praktischer, als irgendwie eine fertige Software zu benutzen. Natürlich hat es nicht alle Features.
aber alle sind viel glücklicher damit, weil der Aufwand, damit zu arbeiten, so viel einfacher geworden ist, weil ich ins Lager reinstellst, Buch eins aus, pip. Oh, ich habe aus Versehen zweimal drauf gedrückt, gibt so einen Aufkleber, Add, wieder eins dazu, alles cool. Und es hat bei uns die Lagerverwaltung von den ganzen, ich brauche mal einen USB auf Netzwerkadapter, das sind gerade Mac-User meistens oder sonst irgendwie so ein Zeug. Vorher waren immer 10 da und es war keiner da. Inzwischen ist so, jeder so, für 5 Minuten, ich brauche das eigentlich nur 10 Minuten, aber pip, läufst du raus. Und dann lässt es halt auch wieder 3 Wochen auf deinem Schreibtisch liegen, aber du hast es ausgebucht. Du musstest dich nicht irgendwie auf den Parkkeeper einloggen, das Item raussuchen, eins runterzählen. Wenn du welche dazu schreiben willst, es gibt einfach ein Add, ID-Number, gib wie viele. Die Etiketten werden automatisch gedruckt, fertig. Und es ist so viel einfacher, wo es so wirklich hässliches Skript ist. Das ist zum Beispiel für den Bot, weil man muss keine Perl-Libraries nachinstallieren auf seinem Rechner. Vielleicht hat man mal einen Windows-Rechner, vielleicht kommt jemand und will es mit dem Handy bedienen, der geht einfach in den Chat, sagt, hey, mein Rechner geht nicht, ich brauche erst ein Netzwerkkabel, bevor ich zum Chat komme, aber im Handy habe ich den Chat, da kann ich fragen, haben wir ein Netzwerkkabel gerade da in Länge 17 Meter oder sonst was. Genau, ja, dann sind wir eigentlich durch. Wir suchen immer Leute. Wenn noch jemand, im Moment suchen wir vor allem Softwareentwickler, falls noch jemand Bock hat. Ganz wichtig ist noch, falls jemand von euch 24/7 Betrieb macht, wir suchen gerade für einen Kunden eine Betriebsfirma, weil wir machen keinen 24/7 Betrieb. Ja, und ansonsten, wenn noch jemand, finden wir es schön, dass ihr noch so lange sitzen geblieben seid, obwohl wir auch von HoloPL und dann nur vom Mond erzählt haben. Und falls jemand Fragen hat, gerne jetzt oder auch nachher beim Essen oder beim Bier. Zu gut erklärt. Dann erst Bier und Essen. Ja. Also wir sind auch, man muss dazu sagen, wirklich, wir sind halt sehr, sehr überzeugt. Alter! ja, wir haben dank unseres Azubis auch Ethernet auf VGA-Adapter im Lager. Ja, ja, das hat man schon. Gardena auf Drehstrom? Ja, genau, das ist sowas. Ne? Ja, aber vom Chef, aber vom Azubi, du kommst ins Lager, Ethernet auf VGA. Aber es waren Serial-Adapter-Kabel für Switches. Ja, aber im Prinzip, der alte VGA-Standard hatte den Stecker. Man muss dazu sagen, jetzt einfach, es war ziemlich einfach, Folien zu machen, weil wir halt total davon überzeugt sind. Vielleicht hat man das auch so zwischendurch gemerkt. Es ist was Cooles, probiert es einfach mal aus. Das kostet 2 Minuten, das Ding aus GitHub auszuchecken. Und irgendein Skript da dran zu schreiben, das nur ein Skript, was man sowieso schon hat, was man dann nur kurz per SCP auf den Server schiebt, vor allem hat man eh immer rumliegen oder man lässt sich kurz bei Amazon einen raus oder benutzt VirtualBox, wenn man schon einen Chat hat, oder benutzt kein VirtualBox. Wenn man schon irgendein Chat-System hat, gibt es bestimmt einen Adapter dafür, der vielleicht funktioniert, wenn man so die Standarddinge hat und das ist eigentlich echt eine coole Sache und man kann sich noch eine Zeit ansparen und Spaß haben. Was man auf jeden Fall nochmal sagen muss, also bei uns wird die Kommunikation besser ein bisschen, also es ist noch nicht so gut, wie wir es uns vielleicht vorstellen, aber eben in unserem Admin-Kanal, wir haben nochmal einen extra Admin-Kanal, damit wir die Software Entwickler nicht zu nerven. Du guckst halt eher mal rein, es ist mehr sinnvoller Content, du bekommst ein bisschen mehr mit, wer was arbeitet. Es ist bei uns weit weg vom Perfekt, aber wir benutzen es jeden Tag. Es ist halt auch einfach so, dadurch, dass es ein bisschen spaßigeres Thema ist oder dass es halt so ein bisschen chatbasiert ist, macht es uns auch einfach, glaube ich, an ein paar Stellen mehr Spaß. Und an den Stellen, wo wir uns halt das früher geskript haben, irgendwie ein kleines Skript hin dafür zu schreiben, macht es halt doch irgendwie ein bisschen mehr Motivation, weil die Bedienung halt auch einfach ist. Ich muss keine irgendwelchen Web-Frameworks, JavaScript-Libraries können, um halt irgendwie das accessible für die Leute zu machen. Ich mache alles, was ich brauche, ist ein Textkommando. Und jetzt mache ich mal den ganz Oldschool-Admin. Textkommandos kenne ich mich aus. Mit JavaScript-Frameworks. Keinen blassen Schimmer und da ist halt auch einfach und der Ease of Use zum Coden, die einfache Schnittstelle zum Benutzen, das Powervolle von der Shell, die Linux-User, die DOS-Benutzer kennen das, dass man da halt sehr viel mitmachen kann auf recht einfache Mittel, ohne halt irgendwie, wir kennen ja die Coder, wer macht schon gerne Kraftoberflächen? Niemand oder wenige. Das ist halt einfach ein schöner, einfacher Weg, um leicht die Sachen zur Verfügung zu stellen. Andere Leute zu enablen, Sachen zu machen, die sie sonst nicht benutzen. Und wer kennt das nicht, so ein Interface, also wenn ich Photoshop benutzen muss. 1000 Funktionen, sie können es alle, aber ich kann es nicht. Und da kann man sich halt auch mal was abgucken, ganz einfach. Und wie funktioniert es? Slack oder was aber schon?
Nee, wir benutzen IRC. IRC, wir haben IRC und wir haben ein Team, was RocketChat benutzt, was halt eine Web-Oberfläche hat. Da funktioniert für RocketChat funktioniert der Connector nicht so gut. Was ich in dem IRC-Server rausgepatcht habe, der macht Unreal IRC standardmäßig. Man kann es nicht über die Konfigurationsdateien, über den Define ändern. Standardmäßig machen die einen Lack ein bisschen rein. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr WLC schreibt, dass so nach vier Teilen oder so es langsam wird. Und das habe ich vor unserem Chat mal also rausgepatcht, damit der Bot, wenn er seine Hilfe schreibt, die halt über eine Seite ist inzwischen, weil man halt doch relativ viele Befehle reinhackert, was man übrigens auch über die Web-API, die vorhin geschrieben, gezeigt wurde, abfragen kann einfach, wo ich ziemlich blöd dastand. Vorletzte Woche. Da habe ich halt den IRC-Server gepatcht, damit er diesen Fake-Lag nicht mehr einfügt, aus Security-Gründen. Dann machst du halt einfach nur noch ADHS, Help. Und dann hast du halt die zwei Seiten in deiner privaten, im PM. Und es geht halt irgendwie unter einer Sekunde, dass du das alles hast und Fahrwasser halt immer Zeile, wie wir es aus dem IRC kennen. So was muss man vielleicht machen, wenn man IRC benutzt. Eben wir benutzen Unreal IRC. Andere Leute benutzen halt irgendwie Slack, da muss man auch gucken, wie es mit Latenzen ist, ob die es absichtlich verlangsamen, damit, wenn einer viel schreibt, nicht andere Leute aus dem IRC fliegen. Aber wenn man eigentlich hier jetzt alle halbwegs anständige Internetanbindungen zu Hause im Normalfall auch, also die Zeiten, dass man durch Spam mit dem IRC die Leute rausdrücken konnte, sind glaube ich auch so ein bisschen vorbei. Und man ist einfach rausgepatcht. Auch mich würde mal interessieren, wer benutzt jetzt hier zum Beispiel IRC? Soll ich es mal wiederholen? Ja, habt ihr das schon gemacht? Ich kam mal leider zu spät. Wir haben nur gefragt, wer keinen Chat hat in der Firma. Wer benutzt IRC? Und so zwei, die keine Form von Chat haben. Bei IRC ist das gut. Ja, die Linux-Ecke und zwei. Ja. So. Slack? Ja. Oh, mehr. Schließ mal Slack in Chat, Rocket Chat ein. Okay, es sind mehr geworden. Ja, aber meistens hat man eine Kommunikationsform, mit der man auch irgendwie ein bisschen, wo man ein bisschen die Daten abfragen kann, automatisiert. Und im Prinzip ist es auch egal, was man da benutzt. Also eben klar, bei Webservice wird es halt wieder schwierig. Nur es muss halt schön ausschauen und Company Design sein und was man halt bei seinem Shell-Skript nicht hat. Aber im Prinzip, irgendeine elektronische Kommunikationsform, Hangouts hat inzwischen auch Bots, soweit ich weiß, wo man reinhängen kann. Weil Hangouts auch wieder so eine Sache ist. Aber im Prinzip kannst du es an alles, was eine API hat, dranhängen. Eben ist es ein Middleware eigentlich. Ich mag den Begriff auch nicht, aber es ist halt eine. Und ich finde eine, die Spaß macht zu bedienen und neben dran kann man halt noch ausmachen, wenn man abends Bier trinken geht. Das ist gut überleitet, wenn wir jetzt Bier trinken und essen. Weil ich glaube, das ist Thank you.